Liebe Mitglieder, jetzt ist tatsächlich das eingetreten, was selbst ich vor einigen Tagen noch nicht für möglich gehalten habe. Ein nochmaliger vierwöchiger Lockdown der Fitness- und Gesundheitsbranche und natürlich anderer Branchen. Ich habe mich bisher von jeglichen politischen Entscheidungen zurückgehalten. Ich habe die so hingenommen und auch wenn ich nicht alles davon wirklich befürworten würde. Wir haben das alles bisher irgendwie hinbekommen und meine Mitarbeiter haben sich den Sommer über, Entschuldigung für die Aussprache, den Popo aufgerissen, um die verlorene Zeit für unsere Mitglieder irgendwie zu kompensieren. Wir haben als Team in den letzten Wochen und Monaten außergewöhnlichen Job gemacht. Wir haben ein Hygienekonzept aufgesetzt, das man sonst in anderen Branchen vergeblich suchen wird. Sogar mit der Möglichkeit einer Live-Auslastung im Vorhinein einzusehen, auf unsere App oder mit hundertprozentiger Kontakterfassung. Natürlich zusätzlich zu allen normalen Abstand- und Desinfektionsregeln. Versteht sich. Also kein Donald Duck oder Mickey Mouse. Auch mit sofortiger Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen. Also Nachverfolgung ist sofort gegeben. Sorry, wenn das leider Gottes immer behauptet wird, dass es nicht geht. Es ist möglich. Es gibt eine Studie der Fitnessbranche, die 62 Millionen Check-ins analysiert hat. Wir haben eine Inzidenz von 0,78. Also die Fitnessbranche ist also definitiv kein Infektionsherd. Die Fitnessstudios sind eher die Basis dafür, dass das Immunsystem funktioniert. Denn deswegen, die Mitglieder, ja, die 12 Millionen Mitglieder aus der Fitnessbranche in Deutschland, dass die jetzt alle zu Hause auf der Couch sitzen und insbesondere meine Mitglieder, für die ich mich jetzt hier besonders einstellen möchte. Das sind zu 80% Menschen, die aus medizinischem Grund trainieren. Hier geht man nicht ins Fitnessstudio, weil man eine Freizeitbeschäftigung sucht oder irgendwie Muskeln aufbauen will für den Strand. Nein, es sind 80% der Leute kommen für einen gesundheitsorientierten Hintergrund. Ob das Diabetes ist, Bluthochdruck, Arthrose. Auch vielleicht, weil man Rückenschmerzen hat, vielleicht auch Bandscheibenvorfälle und so weiter und so weiter. Wir arbeiten normalerweise mit Therapeuten oder Sportwissenschaftlern auf einem Niveau und sehen uns nicht als Muckibude, sondern sehen uns als wesentliches Element des Gesundheitssystems. Und jetzt nehmen wir den Menschen in einer sicheren Umgebung hier im Bodyfield Floto mit einem funktionierenden Konzept, was uns jedes Mitglied bescheinigen würde, die Möglichkeit, was für seine Gesundheit zu machen. Also nehmen wir ihnen die Möglichkeit, ihre Gesundheit aktiv zu sein. Also sorry, ich habe dafür einfach kein Verständnis. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Liebe Mitglieder, ich muss mich dafür entschuldigen, weil es wird auf euren Rücken einfach ausgetragen. Wir werden alles tun, euch in den 4 Wochen in Bewegung zu halten. Und meine Bitte an euch ist es, nehmt es einfach als Challenge, diese 4 Wochen in Bewegung zu bleiben, im Sport zu bleiben. Auch wenn ihr nur
runtergefahrenes Training machen könnt, immer noch besser als gar nichts. Wie ihr wisst, haben wir eine App, die ihr runterladen könnt, definitiv von unserer Homepage. Wenn ihr da Probleme habt, ruft mich einfach an, hier im Studio 05733 96 9291. Und ich werde euch helfen. Mit dieser App könnt ihr dann auch euch Trainingsprogramme runterziehen, um dann wenigstens in der Aktivität zu bleiben. Also kommt nicht in die Inaktivität. Inaktivität kann das Immunsystem runterfahren und macht anfälliger. Also, reizt eure Muskulatur, versorgt euren Körper mit hochwertigen, frischen Nährstoffen, folgt unserer Philosophie mit dem Rat des Erfolgs, Trainingsreize, Ernährung, Regeneration, Motivation. Diese vier Faktoren sind wichtiger denn je. Mein kleines emotionales Statement, also immer positiv denken, gerade in dieser Zeit. Wir werden euch natürlich mit Infos über das weitere Vorgehen informieren, aber entscheidend ist erstmal, bleibt im Training. Zum Abschluss. Ich bin natürlich ziemlich enttäuscht darüber, dass der Nutzen unserer Dienstleistung auf politischer Ebene anscheinend überhaupt keine Rolle spielt. Und die gesundheitliche Situation der Bevölkerung ebenfalls keine Rolle spielt. Ich möchte nicht Corona leugnen und ich habe auch Verständnis für die vielen Maßnahmen, aber für diese Maßnahme, so wie sie jetzt durchgezogen wird, einfach pauschal, habe ich kein Verständnis. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Die Fitnessbranche wird sich auch dagegen auflehnen, gerichtlich auch euer Interesse vertreten, damit es definitiv im Dezember wieder weitergehen kann. Und deswegen sage ich, wir werden das alles überstehen. Denkt positiv. Macht weiter. Wir sehen uns alle dann. Und ich würde mich vielleicht auch über ein paar Likes freuen eurerseits. Und wir sehen uns dann im Anschluss. Ciao, euer Ralf Brinkert vom Bodyfit Flotho.